Willkommen zurück, liebe Freunde, bei einer neuen Folge von Portia. Als erstes gehen wir den Skillpunkt heute mal aus. Ich denke nämlich jetzt gerade noch dran und hatten wir hier irgendwas schon. Erhöht Schaden von Bohrern, Kettensägen. Das hatten wir schon soweit angefangen. Wir könnten hier den letzten Steinbruch um 100% seltene Gegenstände erhöhen. Wisst ihr was? Wir machen einfach mal das. Und dann können wir hier bei Gelegenheit nochmal auskillen. Ging es doch relativ einfach. So, heute ist Sonntag. Die Geräuschkulisse. Und heute ist super Wetter. Was haben wir denn wieder so für schöne Post bekommen? Von der Zivilturbe. Hallo Handwerker, wir haben einen Auftrag für Schleim abgeschlossen. Das ist die Beute, die wir gefunden haben. Viel Spaß damit. Es war uns ein Vergnügen. 150 Schleim. Nice. Können wir eigentlich direkt nochmal abgeben. Das kostet uns dann, glaube ich, 1600. Das ist nicht viel, aber dafür kriegen wir halt für nichts tun Gegenstände. Und von Albert. Hey Kidmar, wir brauchen noch einige Dinge von dir für den Rückzugsort an den heißen Quellen. Vielleicht ist das dieses Haus, was wir gesehen haben. Wir brauchen eine angetriebene Pumpe, damit das Wasser sich bewegt, und ein Heizgerät, damit es warm bleibt. Schaffst du das? Du musst mit den Damen im Forschungszentrum sprechen, um die Baupläne zu erhalten. Die wollen bestimmt von uns 5 Dana Discs dafür haben. Can you bring us 5 Dana Discs? Then we can work the drink. Gut. Machen wir. So, hier für euch wieder Pflanzenfasern zu essen. Ihr mögt die doch so gerne. Hier ein bisschen Kakapupu aufsammeln. Wer will sich denn hier die Hände schmutzig machen? So, hier. Dann für die Verdauung ein bisschen Chili-Pfeffer. Das mögen die auch sehr gerne. Und hier, ihr kriegt auch nochmal ein bisschen Pflanzenfasern. Ich finde es echt gut, dass wir die Tiere nicht permanent streicheln müssen. Ich bin da dem Spiel so unglaublich dankbar für. Das wäre sonst dezent nervtötend. Na, Ack! Hat seine Holde wieder besucht? Ich schau mal eben, ob wir hier vielleicht nochmal was Neues machen sollten können. Milch, Tee, Dressing, Apfelsaft, Teig, erdeter Lehm, kultivierte Erde, Pigmente, Zement. Zement könnten wir mal wieder ein paar anstellen. Und weil es so schön ist, machen wir dann hier einfach nochmal ein bisschen Harz. So, das ist fast fertig. Schwupps. Okay. Wie ich einfach immer meine Kappe noch im Inventar habe. So, auf geht's, Paul. Wir machen uns auf den Weg. Zunächst einmal können wir da eine Quest abgeben. Achso, ja stimmt, weil wir ja den Wasserturm fertig haben. Können wir direkt das eine mit dem anderen verbinden, weil wir müssen sowieso hier noch die Inspektion machen. So, bitteschön. Hi. Oh, das ging aber wirklich schnell. Du bist ein sehr effizienter Handwerker. Da könnte ich mit meinen Segelohren glatt wegfliegen. Jo, alles klar. Ich guck mal hier, ne? So, hier, das ist doch hier Murks. So, zwei Sachen sind's. Was haben wir denn hier noch? Hier oben ist ausgedötscht. Alles klar. So, hier haben wir. Oh Gott, 4. 1, 2, 3, 4. Das war relativ easy. Hier sind 2. Eins. Die Hälfte haben wir. Und hier ist ein komischer Wuppel drin. Oh Gott, ich hasse das Ding. Da sehe ich auf jeden Fall eins. Das ist schon mal nicht so. Hier ist auch nicht so schick. Hier ist das so komisch ausgebeult. Und hier. Ja, hervorragend. Das lief doch heute ausgezeichnet. Wie ist unser Rang momentan?
Ja, wir haben immer noch gute 2000 Punkte Vorsprung. Das ist erstmal sehr befriedigend. Befriedigen. Okay. Was sind das eigentlich heute für so komische, halbschwangere Witze? Okay, das tut schon fast weh. So, da ist ja noch eine Quest. Von Ginger? Nee, nicht von Ginger, schade. Hier, warte, Arlo, halt! Oh hey, wanna join me on a run? Willst du mitlaufen? Ja, okay. Great, let's go. Training für die fliegenden Schweine. Moment. Ich gehe sofort mit, aber ich muss hier eben einmal. Liebling! Hello. Na? Ich liebe es, einen Schmetterlingshandnabel. Kannst du mir helfen? Nö. Bye. So, Peach Plaza. Alles klar, rennen wir da mal hin. So, jetzt? Zum Ziel gelangt. Zur Baumschule laufen. Können wir nicht auch einfach mit dem Auto fahren? Was ist das eigentlich für eine Quest? Lauf dahin, lauf dahin. After this, you look really tired. Probably need to exercise more. Ja, ich hab ein Reittier, ne? Hey Arlo, is this your usual exercise routine, or are you training for an event? Oh, wir sind Bauchredner geboren. Glad you asked. I'm training to join the best adventure guild in the land, the Flying Pigs. Their entrance exam is notoriously difficult. So I must prepare myself for the next opportunity. Bist du dann nicht schon in dieser Gilde? Ist da nicht ein dickes, fettes Schild bei euch? Thanks for accompanying me. I'll go for a few more laps and then finish up for the day. Ja, wenn das deine einzige Aufgabe in deinem Beruf ist, dann hast du ja einen super Beruf. Ich habe getrocknete Aprikosen dafür bekommen. Hey! Die fühlen mich geehrt. Okay, jetzt aber ab zu Petra. Was sind das? Das sind welche von den Huewu-Brüder. Ach, und Dana. Ich weiß gar nicht, was sind die für eine Funktion? Weil die hingen die auch mit den Hulu-Brüdern zusammen? Oder trifft er sich etwa mal ein bisschen zu, ne? Shakern und so? Okay. Petra, ich habe getrocknete Aprikosen in der Hand. Jetzt nicht mehr. So, pfeift da das, ne? That new lighthouse at the harbor is beautiful. Did you know humans used to have mini lighthouses floating on the sea? So was nennt man übrigens Bojen. You need a water pump and a water heater for the hot springs in? The powered pump shouldn't be a problem, since Portia already uses one for its water supply. We'll see about the heater. I'll need 5 data disks to help me with the research. Klar. Great job. I'll get started on the research right away. Ja, du bist die Beste. Super. Ich bin so stolz auf dich. So, jetzt müssen wir wieder auf die Baupläne warten. Warum können wir den nicht einfach instant mitnehmen? Das verstehe ich überhaupt nicht. So. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was das hier für eine Aufgabe gewesen ist. Wahrscheinlich ist das hier mit dem Zusammenbauen gemeint. Okay, aber dafür brauchen wir noch die Sachen, die wir nicht haben. Was ich vielleicht irgendwann mal freispiele, wenn ich die Hauptquests weitermache. Maybe. Verkaufst du eine hier? Wow. Nie sowas Außergewöhnliches gesehen. Hallo Ack. Was habe ich denn jetzt aktuell? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Wir haben jetzt knapp 80.000 Geld. Und wir brauchten, glaube ich, 140, ein bisschen mehr als 140, glaube ich. Wie viel brauchten wir? 144. Okay. Aufträge kann ich dahingehend momentan noch nicht weitermachen. Ich könnte versuchen, den Klingenfischkönig zu angeln, ehrlich gesagt. Wasserturm, Soziales. Habe ich denn noch irgendwas Neues, was ich noch bauen kann, muss? Getriebe, Lara-Modell, Hafenkran. Das Auslaufmodell war das letzte. Mit Ginger können wir uns aktuell noch nicht wieder neu verabreden, weil die Woche noch nicht wieder angefangen hat.
Okay, Bekannte reiten also mit uns mit. Solange es nur auf Kollegenstatus ist, nicht. Gut, bevor ich Ginger dieses Amulett gebe, möchte ich ganz gerne noch ein bisschen besser mit ihr befreundet sein. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal unser Glück beim Klingenfischkönig. Vielleicht schaffen wir es ja, das abzuschließen. Dann haben wir alle Fische zusammen. Und können uns auch mal irgendwann neuen Herausforderungen wieder stellen. Zum Beispiel weiter Relikte sammeln. Wobei ich das ja eigentlich mehr so als Lückenfüller immer nutzen möchte. Tot. Angel brauche ich jetzt. Klugfische gibt es ja auch. Naja, und im Zweifelsfall, wenn wir ihn nicht bekommen, können wir halt die Fische eigentlich mal einen Teil verkaufen. Für Geld. Ich meine, wir kriegen immerhin 320 pro Klugfisch. Das heißt, wir angeln drei von den Klugfischen und haben halt einen Tausi zusammen. Fast. Das sind normale Klugfische, nicht keine Kaiserklugfische oder sowas. Oh, ein Kaiserklingenfisch. Klingenfischkönig ist the last one who fehlt's mir noch. Wir hatten ja bei den letzten beiden Malen so unglaublich viel Glück. Dass wir, wo wir gesagt haben, ach komm, wir angeln mal so zwischendurch, vielleicht haben wir Glück, haben wir beide mal auch direkt den König bekommen, den wir gebraucht haben. Ich glaube zwar nicht, dass wir es beim dritten Mal, auch wenn alle guten Dinge drei sind, jetzt wieder schaffen werden, aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Ich lasse mich einfach überraschen. Immerhin kriegen wir schon mal ziemlich viele Klugfische, Klingenfische meine ich nicht, Klugfische. Klugfische auch, aber Klingenfische. Kriegen wir relativ viele und das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. Sechsundvierzig für den Kaiserklugfisch. Die normalen Klingenfische bringen nur leider nicht so viel. Muschelhalskette. Nur eine Muschelhalskette. Muschelhalsketten können wir eigentlich, ja, ich glaube, wegschmeißen. Ich glaube, die bringen 13 Gold oder sowas. Weil die können wir selber herstellen. Bevor jetzt jemand wieder die Hand hebt und sagt, arbeite dich doch an die rostigen Eisdrohungen und den Tennisschläger. Ja, das ist richtig, aber die konnten wir halt nicht selber herstellen. Jetzt gibt es wahrscheinlich im Spiel eine Blockade, dass wenn es regnet, können keine Königsfische droppen. Spawnen. Eigentlich beides. Aber Spawn ist noch ein bisschen besser als Droppen. Kaiser Flugfisch. Katzenjaus. Ich entschuldige mich dafür, dass es nicht gerade so wirklich spannend ist. Ich muss ja gestehen, ich angel in dem Spiel eigentlich ganz gerne. Aber fürs Let's Play ist es natürlich ein bisschen, zieht sich's natürlich ein bisschen.
weiß noch, als wir damals unbedingt einen Kaiserklingenfisch gebraucht haben. Und nie einen bekommen haben. Jetzt gehen wir sogar noch eine Stufe weiter und sagen, hey, wir brauchen einen Königsklingenfisch. So eine, wenn man im echten Leben auch so eine Chance hätte, so oft Fische an der Angel zu haben. Das wäre ja erstaunlich. Vor allem auch so schnell. Also schmeißt die Angel rein, 5 Minuten später hast du einen Fisch dran. Aber es ist ganz gut, dass wir in der letzten Folge das Portia-Koch-Duell noch mitgenommen haben, weil dadurch haben wir halt echt extrem viele neue Bekanntschaften gemacht. Nicht Bekanntschaften, aber nochmal echt extrem viel Bonus bekommen. Wusste ich gar nicht mehr, dass das so ist. Ja, es macht also scheinbar doch Sinn, Events immer mitzunehmen. Zappelphilipp war das gewesen. Ja, nochmal ein Kaiserklingenfisch. Man sollte halt nicht zu viel erwarten. Aber es war mir schon irgendwie klar, dass der Klingenfisch wieder mal der schwierigste von allen sein wird. Und by the way, auch der letzte, der uns fehlt. Was sagte ich ja vorhin schon? Der Klingenfisch selbst ist nicht das Problem, aber den König daraus zu ziehen, ne? Also der ist schon so ein bisschen wiggeliger. Okay. Gut, letzter Fisch. Da gibt es einen Gatzenjaus, alles klar. So. Dann geht es jetzt ab nach Hause, sonst wird er zu spät. Ah, komm schon. Weißt du, es regnet und du beschwerst dich, wenn du da mal ein bisschen die Pfoten nass bekommst. Ein bisschen Zeitverzögerung an die Kampfmusik. So. Da wären wir wieder. So, Paul war sehr brav, darf wieder zurückgehen. Hartholz-Zielenfertigung abgeschlossen. Sehr schön. Gibt es irgendwas, was wir dringend wieder... Ja, komm mal, wir haben hier wieder Schleim. Also können wir erstmal wieder einen ganzen Watsch hier Eisenholz-Zielen machen. Bronzerohre. Genug Sprit. Glas. Ein bisschen Glas. Da werden wir nicht nass. Jetzt gerade aber schon noch. So, ui, 47 Zolliliter, Wahnsinn. Da ist ja das Bein aber voll, ne? So, und hier, weißt du was, machen wir einfach nochmal weiter. Harz. Meeresalgenfertigung ist abgeschlossen. Dann direkt das nächste. Kaiserklingenfisch haben wir nicht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Die schmeiß ich wäsch. Dann die Kaiserklingenfisch kommt hier rein. Getrocknete Aprikose stellt 24 Ausdauer wieder her. Weißt du was? Ich lasse die einfach im Inventar. Das lohnt sich nicht mal, die einzusortieren. Ist ja lächerlich. Okay.
Ja, dann haben wir den Tag relativ gut genutzt. Sind ziemlich genau bei 20 Minuten. Wir hauen uns in die Profen. Ach. So, verlassen Ruine 1 durch gleich ab. Ja gut, das ist nicht so dramatisch. Dann, gut, wir werden wahrscheinlich nächste Folge die Baupläne von der Petra bekommen. Dann können wir ja mal schauen, was wir dafür alles benötigen, um die Sachen herzustellen. Eine Tagesquest können wir vielleicht wieder mitnehmen. Vielleicht haben wir Glück und es gibt wieder eine S-Doppel-S-Quest. Ich wollte gerade schon wieder die böse Abkürzung sagen. Dann können wir davon natürlich auch nochmal was mitnehmen. Und ja, wir brauchen Geld, liebe Freunde. Wir brauchen einfach Geld, was wir durch diese Aufgaben relativ gut hinbekommen können, aber vielleicht halt auch mal durch ein bisschen Verkauf von Fische oder sowas, weil wir haben so viel, ich glaube, dass wir immer zu viel brauchen werden. Siehe Stardew Valley. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich danke euch erstmal fürs Zusehen und wir sehen uns dann nächste Folge wieder bei einer neuen Runde von Let's Play My Time at Portia. Bis dahin, macht es gut und adios, amigas.